Hallo und willkommen zu Hearthstone und zu einem weiteren Video der Forscherliga. Und zwar schauen wir uns in diesem Video den wahrscheinlich einfachsten heroischen Boss in diesem Abenteuer an. Und zwar ist das Meister Dieb Raphan die erste Variante. Und zwar ist es die Variante, wo man sich ein Deck baut, das Raphan einem klaut und ja, gucken wir mal, wie er damit spielt. Es ist dasselbe Deck, mit dem ich auch auf Normal ihn platt gemacht habe, mehr oder weniger. Und wie immer gibt es die Deckliste am Ende des Videos. Das war ein Fehler. Wir haben noch ein überzähliges Deck. Versucht es damit. Yep. Was für wundervolle Karten. Eure Zeit ist gekommen. Wohl wahr, wohl wahr. Also die Idee meines Decks, das er jetzt hat, ist quasi Karten zu ziehen. Und ja, dass er sich dann damit quasi selber mildt. Es ist zwar noch nie so weit gekommen, allerdings hat er doch meistens sehr viele Karten kaputt gemacht dabei. Die einzige Gefahr ist eigentlich nur, dass er über seine Fähigkeit eine sehr starke Karte zieht. Ansonsten sollte der Boss eigentlich kein Problem sein. Was halt wichtig ist, dass man sein Board möglichst clear hält. Und wenn er dann anfängt, die Mana-Flut-Totems zu stellen, sollte eigentlich alles geritzt sein. Mana-Flut-Totem 1, top. Und das wird ignoriert, das wird nicht angegriffen. Oh, und jetzt ist gerade schon wieder mein Ton weg. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, man hört mich noch. Blitzschlag. Bababab. Keine Ahnung, wieso da jetzt der Ton schon wieder weggenippelt ist. Das ist natürlich uncool. Das ist natürlich ein Problem. Ja gut, dann müssen wir das leider so machen. Ich hätte zwar liebend gern noch den gespielt, aber dadurch, dass da kein Spell Damage Totem gekommen ist, ja, mussten wir das so machen. Ja, und wie ihr seht, spielt er von den Karten nichts. Und das ist so generell die Idee, ihn möglichst Karten ziehen zu lassen und... Ah, und da ist der Ton wieder, sehr schön. Also was ich gerade sagen wollte, die Idee von dem Deck ist, was er jetzt spielt, ist quasi, ja, möglichst viele Karten zu ziehen. Und wie man sieht, spielt er von den Karten keine oder kaum. Und ja, und wir werden jetzt hier einfach immer schön face gehen und gelegentlich traden, sofern das nötig ist. Oh. Azure Drake. Das ist natürlich kacke, dass wir jetzt nicht wirklich einen Minion haben, wo wir da traden können. Also, die unheimliche Statue ist Quatsch, weil wir werden das Board nie clearen und der kann ja nur angreifen, wenn nichts anderes auf dem Board ist und wir wollen ja, dass er hier mit diesen beiden immer schön zieht. Deswegen ist die Karte eigentlich für uns total unbrauchbar. Ich habe noch einen Irrwisch. Und picken er jetzt weiter an seinem Armor rum. In der Hoffnung, dass er keine guten Draws kriegt. Oh, das ist sehr schön. Oh, zu gütig. Zu gütig, Raphan. Zu gütig. Piu. Piu. Oh nee, wie herrlich. So, heilen wir den? Wir könnten den jetzt theoretisch heilen mit unserem Iriden und ihn dann weiter runter pingen. Hm. Ach, ich denke mal, wir pingen den da an. Und spielen davon noch ein und Face. Jetzt haben wir zwar schon 14 Schaden, die wir kriegen im Board drin, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Er sollte eigentlich vorher tot sein. Hm. Sterbt! Oder beides!
Immer ziehen, immer ziehen. Boah, wunderschön, wunderschön. Oh. Und noch eine. Go, go. Kapuff. So, mit O. Jetzt wollen wir nochmal ordentlich die Karten ziehen lassen. Und noch eine. Oh. Schade, dass wir da nicht noch weiter runter pinken. Und noch eine. Oh, ist das geil. Schön einfacher heroischer Boss. Ist, glaube ich, der einfachste Boss, den ich je in Hero gehabt hatte. Oh. Sterbt. Oder beides. Also was ich bis jetzt auch feststellen musste... Ja, das glaube ich auch. Also er hat bisher immer die Mana-Flut-Totems gespielt, also... Ah, saugeil. Ha? GG! Ja, ohne große Probleme. Rafam, heroisch. Top. Top die Watte Quill. Ja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal das super tolle Deck an. Ja, und falls ihr das ja, noch nicht so wirklich durchgesehen habt, also Rafan klaut einem das Deck, was man spielt. Und da hatte ich dann halt die Idee gehabt, erstmal ein Deck machen, wo möglichst viele Karten drin sind, womit er mir keinen Schaden machen kann. Deswegen ist da zum Beispiel Macht der Totems drin, Fernsicht, Ruf der Uhr an und naja, generell relativ gammelige Karten. Und des Weiteren hatte ich dann auch die Idee, ja eigentlich Card Draw, damit er sich selber mildt, ist ja auch ziemlich geil. Also habe ich dann zu diesen bescheidenen Karten noch ganz viele Low-Bob Card Draw-Karten reingemacht. Gehen wir mal ganz von Anfang jetzt mal das Deck durch. Ja, Macht der Totems ist Quatsch. Also Karte bringt ihm nichts. Das einzige Gute an dieser Karte ist, dass das die Mana-Flut-Totems bufft, wodurch sie dann, wenn man dann doch mal irgendwie AOE macht, dass sie dann nicht so leicht stirbt. Also ist für uns gut. Dann wissen der Ahn, erstmal, das überlebt ihn. Das ist sehr gut. Und er zieht zwei Karten. Ist top. Beutehamster, ja, zieht eine Karte und ist nicht besonders stark. Hat nur einen Lebenspunkt. Kann also relativ schnell besiegt werden. Ingenieur, Slaling, genau. Zieht eine Karte, hat einen ganz miesen Körper, also Stats, kann leicht remove werden, Fernsicht, ja, zieht eine Karte, macht sonst nichts. Acrolyte of Pain, ja, zieht Karten, wenn man es optimal macht, kann man ihn auch noch wieder hochheilen und weiter Damage machen. Also ich denke mal, einen Magier wäre hier vielleicht auch nicht schlecht mit Ersatzteilen. Der kann hier bestimmt auch gut was regeln. Ja, Gnomenversuchsleiter, um halt Karten zu ziehen oder und um dann eventuell die Karten zu verwandeln. Kann man, denke ich mal, auch durch irgendwas anderes ersetzen, was wahrscheinlich besser ist oder schlechter in dem Falle, wie so ein 0-2er Taunt oder so. Oder ein 1-1er Wisp, geht ja auch. Mana-Flut-Totem ist eigentlich generell dazu da, damit er sich selber totzieht. Also das ist die Idee dahinter. Denn genauso Tiefenlicht-Orakel, um sich selber zu millen, ruft die Uhr an, um ja halt Minions aufs Feld zu ballern. Das kann, denke ich mal, genauso wie Gnomen-Versuchsleiter durch eine andere Karte ersetzt werden. Also das muss nicht rein. Da ich, also die beiden Karten wurden bei mir bisher auch immer gemillt, also hat keinen Einfluss. Ja, hier mal eine etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen stärkere Karte, aber besser als der Rest, der drin ist. Ja, auch zum Kartenziehen und macht nicht sonderlich viel Schaden, also kann einem nicht wirklich gefährlich werden. Dasselbe bei Jeeves, auch dazu, dass er sich selber millen soll, was ja auch eigentlich nicht passiert. Kultmeisterin hat man ja gesehen, hat sehr schön funktioniert und damit haben wir ihn ja dann auch gefinisht mit dem Kultmeister-Proc. Also so blauer Drache, ja, zum Kartenziehen. Und Goblin Auktionator, also kann man eigentlich sagen, dass die letzten sechs Karten hier eigentlich die stärksten Karten in seinem Deck sind. Und denn die wirkliche Gefahr kommt denn durch seine Heldenfähigkeit an Stable Portal. Ja, das ist dann quasi das Deck, das ihr euch erstellt, wenn ihr gegen den, wenn ihr das erste Mal gegen Rafan kämpft. Das funktioniert auf NRC genauso gut wie auf HC, also muss man da nichts dran verändern. Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Buh!